Im südlichen Kraichgau liegt Königsbachstein. Und auch für Königsbachstein konnte ich mich in den letzten 5 Jahren des Öfteren einsetzen. Beispielsweise beim Thema Residenzbahn, denn der Ausbau des Bahnhofs, die Haltepunkte und die Verbindungen waren immer ein Thema, für das ich mich massiv eingesetzt habe. Aber auch bei Problemen im Straßenverkehr konnte ich mich für Königsbachstein in Stuttgart einsetzen. Beispielsweise beim Ausbau der L621, einer der Rumpelstrecken in Baden-Württemberg zwischen Stein und Eisingen. Hier war es dringend notwendig, dass diese Strecke ausgebaut wurde, und zwar richtig ausgebaut wurde und nicht bloß oberflächlich der Belag fertig gemacht wurde. Aber auch bei der L611 habe ich mich eingesetzt, um hier die Möglichkeiten zu bekommen, dass das Land diese Straßen in Auftrag gibt. Als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft im Landtag von Baden-Württemberg freut es mich dann insbesondere, wenn auch Mittel aus dem Landessanierungsprogramm des Wirtschaftsministeriums in die Gemeinden meines Wahlkreises fließen. Aber ich freue mich auch, dass sich mein Einsatz gelohnt hat beim Landesförderprogramm kommunaler Sportstättenbau, wo wir es geschafft haben, auch einen größeren Betrag für die Sanierung der Heinlehn-Turnhalle nach Stein zu bekommen. Das hilft sowohl der Schule, aber auch dem Vereinsleben vor Ort. Und ein anderes schönes Beispiel aus dem Landessanierungsprogramm ist sicherlich die Ortskernsanierung 2 in Stein, wo man es geschafft hat, aus dem alten Amtsdienerhaus ein Heimatmuseum zu machen. Und auch sonst, wenn man durch Stein fährt, sieht man, dass diese Gelder richtig angelegt sind. Und nun freue ich mich, wenn Sie auch morgen mit dabei sind und wir ein weiteres Kläppchen unseres Adventskalenders öffnen.